Hallo, Freunde des gepflegten Motorsports, was geht ab? Und ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer und Abonnenten. Ja, bevor das Video so richtig losgeht, wollte ich einfach mal mehr sagen. Ihr seid mir so richtig hart am Reisupporten. Ich bin fasziniert. Ich habe es ja endlich mal geschafft, euch die Playlist, by the way, mit allen bisher erschienenen Let's Check-Folgen endlich mal unten in die Videobeschreibung zu packen. Machen wir gleich einen ersten Link oben hier. Bart's fertig. Da könnt ihr euch die bisher erschienenen Folgen anschauen. Ja. Und also Metals auf jeden Fall weiter so rein, das gefreut mich wahnsinnig. Let's Check, das taugt euch anscheinend richtig gut, so den Aufruf und Like-Zahlen zu entnehmen. Ja, wenn es euch gefallen hat, ja, dann lasst ja immer gerne ein Like da. Ja, das ist die einfachste Möglichkeit, mich zu supporten. Da habe ich einfach eine große Freude, wie sie geht, taugt euch. Schaut mal by the way auf Instagram vorbei, ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da geht es auch gerade ab wie Schmitz Katze, Alter. Und ja, in diesem Sinne, legen wir mit dem Video los. So, meine liebe Lüd, wir schauen uns heute das Team Walkenhorst Motorsport. Die haben auch einige sehr interessante Autos. Aber bevor wir zu den Autos kommen, schauen wir uns das Team erstmal im Überblick an. Natürlich, der Teamchef Henry Walkenhorst, Niklas König, Bauer, der Teammanager, man kann sogar lesen, geil. Steve Baumann, das ist der technische Leiter. Dateningenieur Erik Krüger. Jennifer Specker, Verwaltung und Hospitelling. Also, ich habe es mal übersetzt, weil mein Englisch ist jetzt nicht so geil. Mit Gast, also Hospitality heißt gastfreundlich, habe ich rausgebracht. Schätze mal Partnerbetreuung. Dann die Claudia, ja, Kai, also, ich habe es richtig. Verwaltung und Koordination, dann haben wir nochmal die Laura Plassmeier in Verwaltung und Partnerbetreuung. Dann Rhein Hospitelling, Denise Ziebur. Sascha Matz ist der Mann für die Werbetechnik und die Mechaniker-Crew. Ja, war jetzt nicht so viel zu mehr erzählen. Wir werden uns dann jetzt mal so Stück für Stück durch die einzelnen Autos durchskippen. Zu denen habe ich tatsächlich auch ein bisschen was mir notiert, ja, damit ich nicht ganz blank bin und nicht einfach nur da ablesen muss. Dann schauen wir mal rein. Ja, meine lieben Lüd, legen wir mal los mit dem IGTC M6 GT3 von Walkenhorst. IGTC steht für International GT Challenge. Oder ja, Challenge. Ja, der M3. Der M6, Entschuldigung, der M6 GT3, so. Er hat eine Länge von 4,94 m, eine Breite von 2,46 m, einen Radstand von 2,90 m und ein Gewicht von unter 1,3 Tonnen. Nicht schlecht, Herr Specht. Motor ist ein V8 P63 Serienmotor mit M-Twin Power Turbotechnologie. Man kennt die M-Twin Power Turbo Technologie auch aus Fahrzeugen wie X3M, X6M, X3M, X6M. Man kennt sie. Ja. Dieses Auto schöpft bis zu 585 PS eben aus diesem Turbo aufgeladenen 4,3 Liter V8. Alter Falter, da brennt die Luzi auf alle Fälle. Ja, was haben wir sonst noch? Ja. So schaut's aus. Das war's eigentlich. So, weiter geht's mit dem PlayStation M6 GT3. An dieser Lackierung unschwer zu erkennen, warum er so heißt, wie er heißt. Auch dieses Fahrzeug hat eine Länge von 4,94 m, eine Breite von 2,46 m. 0,46, habe ich am anderen vergessen zu sagen. Einen Radstand ebenfalls von 2,90 m und ebenfalls ein Leergewicht von unter 1,3 Tonnen. Auch dieses Gerät ist befeuert von einem V8 P63, ich glaube, ich habe vorher P36 gesagt, einem P63 Serienmotor, ebenfalls aufgepustet mit M-Twin Power Technologie. Und ebenfalls ein 4,3 Liter und ebenfalls eine Leistung bis zu 585 PS. Ich meine, dass das mit dem Reglement bedingt ist, dass bei 4, dass es mit dem GT-Reglement bedingt ist, dass bei 585 Feierabend ist. Oh.
War eigentlich angenehm, viel zu erzählen. Schöne Autos auf alle Fälle. Ich habe ja auch schon ein Dings gesehen von Schnitzer Motorsport, ein M6 GT3. Wer das Video von Max Leroy noch nicht gesehen hat, ich pack's euch da oben oder da oben, auf jeden Fall in einer von den Ecken bei dem i. Könnt ihr mal hinklicken, da findet ihr das Video auf alle Fälle. Ja. Tja, meine Freunde, ich habe jetzt einfach mal einen geskippt, weil der Total M6 GT3 eins zu eins dieselben Leistungsdaten hat wie der andere. Deswegen schauen wir einfach weiter beim Total M4 GT4. Hoppala. Dieses Gerät hat, da sind die Abmessungen ein bisschen anders wie bei den GT3 Autos. Und zwar hat dieses Fahrzeug eine Länge von 4,67 m, eine Breite von 1,87 m, eine Höhe von 1,36 und einen Radstand von 2,81 m. Ja. Antreten tut in diesem Gerät ein 4-Ventiler-Reihen-Sechszylinder mit 2,9 Liter Hubraum und über 431 PS Leistung. Hat eine motorsportspezifische gewichtsreduzierte Abgasanlage. Da schätze ich mal, was werden da verbaut sein? Titan, schätze ich mal. Alles, was einen Abgasstrom schöner macht und so weiter. Ja, hat einen FT3-Sicherheitstank, der mit einem Fassungsvermögen von 125 Liter ausgestattet ist, tatsächlich. Hängt allerdings von Reglement ab. Vollmachen tust du ihn sowieso nicht, weil, wenn in so einem GT4-Auto 125 Liter. 125 Liter auf die Hinterachse drücken. Das ist natürlich voll scheiße. Aber maximal 125 Liter kostet tanken, abhängig vom Reglement. Ah. Nicht schlecht, Herr Specht. Aber einen haben wir noch. Hoppala, jetzt habe ich wieder eins runtergescrollt. Macht nichts. Den schauen wir uns jetzt an, meine Freunde. Also dieses Gerät, ja, das muss ich sagen, das finde ich jetzt schon anders pervers. Habe ich so noch nie gehört. Habe ich so wirklich noch nie gehört. 240iR. M240iR. Purple Dot. Habe ich so noch nirgendwo. Bei keiner Rennserie dieser Welt habe ich dieses Ding so schon mal gesehen. Ich weiß nicht, kann man mal in die Kommentare schreiben, wer das Ding schon selber fahren gesehen hat. Dieser Purple Dot, der ist 4,45 lang, 1,86 breit, ohne Außenspiegel, 1,38 hoch, hat einen Radstand von 2,69 und eine maximale Spurweite von 1,60 m. Hat einen rein Sechszylinder verbaut, einen rein Sechszylinder Benziner, der auch ein M-Twin Power Turbo verbaut hat. Ja. Bringt die Kiste bei 245 kW auf eine Leistung von 333 Pferdchen bei 450 Newtonmeter. Ich weiß nicht, warum bei den anderen Autos die Newtonmeter nicht dabei gestanden sind. Das weiß der Teufel und der tut sich schwer. Ja, hat eine Rennabgasanlage verbaut mit Rennkatalysator, hat Lenkrad mit Schaltwippen und auch ein BMW M-Sperrdifferential. Ich hab dieses Auto. Ohne Schmarrn. Ist mir so noch nie begegnet. Sagt mir rein gar nichts. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ihr kennt denn wer von euch? Ich habe keine Ahnung. Ich konnte damit jetzt nicht so viel anfangen, muss jetzt ehrlicherweise zugeben. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Na, müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, Leute. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe den so noch nirgendwo fahren gesehen. Ich hab auch nicht gewusst, dass ein 240er, ein 240i als Rennversion gibt, also als M240iR. Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht wisst ihr es ja besser. Könnt ihr mal ein bisschen was dazu erzählen? Wäre auf jeden Fall mega nice. So, meine Freunde, und weil Walkenhorst Motorsport an der IGTC, also an der Intercontinental GT, an der IT,
Damals, ja, Interkontinentalen Tal GT Challenge. Und weil sie da in Kooperation mit BMW im Motorsport teilnehmen, haben wir gedacht, wir schneiden einfach nur mal schnell rein. Sie sind mit Augustus Favus, ja, den kennt man eigentlich mittlerweile, ja. Aus, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, peinlich. Ja, auf jeden Fall mal kennt, ne? Dann Nick Kattersburg, Martin Tomczyk, ja, also kennt man auf alle Fälle, und David Pittard, auch ihn kennt man, hoppala, jetzt mal verklickt. Und Nicky Yellow, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen, mein Englisch ist echt scheiße, aber na genau, und M6 GT3, die haben wir uns auch vorher angeschaut, in was, ja, Total-Lackierung. Und in der Lackierung, ich wollte es eigentlich bloß damit sagen, einfach der Vollständigkeit halber, ja, dann können wir uns die einzelnen Jungs einmal schnell anschauen. Augustus Farfus, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Brasilien. Sieger der 4 GT World. Nicht schlecht, Herr Specht. Schauen wir einfach mal nur schnell durch. Ja, auf das war ich jetzt ehrlich gesagt nicht vorbereitet. Aber ich habe mir gedacht, weil Walkenhorst ja in Kooperation mit BMW im Motorsport teilnimmt. Amersfoort, Niederlande. 15.04.08. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Also, wie gesagt, ihr könnt euch das auch nochmal ganz in Ruhe alles anschauen. Martin Tomczyk, ja, sein Vater. Das Geile ist, der ist Rosenheimer. Ja, der Tomczyk. Sein Vater, ich weiß nicht, ob sein Vater auch da geboren ist, der Martin Tomczyk. Weil der ist ja Motorsportfunktionär, man kennt ihn. Also jetzt nicht unbedingt der jeder. Aber ein Rosenheimer Junge. Ein Rosenheimer Bub. Der Martin Tomczyk. Wie gesagt, ob sein Vater, das konnte ich jetzt gar nicht sagen. Ob der, ich glaube, sein Vater heißt auch Martin, kann das sein? Oder auf jeden Fall sein Vater, ich weiß gar nicht, ob der auch in Rosenheim geboren ist. Auf jeden Fall ein Original Rosenheimer Bub. Ja, 2011 war das. Ah, der Herr Tomczyk, ja. Das geht auch wie hoppala. Ja, also ihr kennt euch das auch nochmal, ich muss mir das selber erstmal durchlesen, ehrlich gesagt, weil auf das war ich jetzt nicht vorbereitet. Aber ich habe das gerade noch im Kopf gehabt, dass die ja in Kooperation mit M Motorsport fahren. Schauen wir uns mal schnell den Rennkalender. Ich bin ja mal gespannt, was heuer noch stattfindet. 12 Stunden Brabham, Bathurst, sein Safe ausgefallen, der Mount Panorama Circle. Ja, wo sind sie denn überall unterwegs? Spa-Franco Champs, die sind im Juli, 25.06.20. Das Circuit des Spa-Franco Champs. Mir fällt ums Verrecken nicht mehr ein wie die 10 Stunden in Suzuka in Japan. Bin gespannt, ob die überhaupt im August nach Japan ausreisen dürfen. Bin ich ja mal gespannt. Da bin ich. Oh, sorry Leute, ihr seht es ja da unten an der Uhr. Es ist 10:30, wenn ich das für euch aufnehme. Und ihr seht es irgendwann morgen Vormittag. Also von dem her. Ja. Denkt euch nichts, liegt nicht daran, dass es mir Spaß macht. Habe ich vorher, muss ich aber sagen, Intercontinental GT Challenge, war mir bis dato eine fremde Rennserie, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Die GTC, aber oh, da, aber ich glaube, zu BMW e-Motorsport, da glaube ich, machen wir noch ein eigenes Video dazu. Ja. So werden wir es machen. Das wird dann eine der nächsten Folgen. Vielleicht nicht die nächste. Mal schauen. Ich weiß noch nicht. Aber auf jeden Fall eine der nächsten. Machen wir über BMW e-Motorsport. Dann über das BMW. Es wäre sicherlich irgendwann mal eine Kamera, wenn es euch interessiert, über das BMW Motorsport Sim Racing. Weil Sim Racing, da geht es ja momentan ab. Zum Thema Sim Racing. So, jetzt haben wir es aber.
geht's momentan ab wie Schmitz Katze. Ja, also die Pixelhelden mischen da irgendwie mit und keine Ahnung. Also wer die Pixelhelden nicht kennt, checkt's mal unten die Videobeschreibung aus. Schaut euch das mal an. Also der Ray von den Pixelhelden. Der Ray macht Forza und was macht der noch? Forza und lauter so Zeigel. Also checkt auf jeden Fall mal die Videobeschreibung aus. Braucht euch ja nicht wundern, die Jungs haben, sind ja der Ray, der Zengis, glaube ich, heißt der andere Kollege, wenn jetzt nicht alles da ist. Die haben ja, glaube ich, weiß gar nicht, über 400.000 Abonnenten oder so. Oder haben es bald die Millionen? Ich weiß gar nicht auswendig. Auf alle Fälle, die haben schon ein paar Hunderttausend auf alle Fälle. Aber schaut es mal vorbei, weil da hat der Ray hat ein Video gemacht. Ich habe das jetzt auch nicht ganz so geschaut. Ich habe es auch bloß einmal so angeschnitten gehabt. Und ja. Na, aber wie bereits erwähnt, also Sim Racing an sich, also jetzt mal unabhängig vom BMW Motorsport, wird uns die nächste Zeit auf alle Fälle noch ein bisschen beschäftigen, schätze mal. Weil, wie gesagt, Sim Racing, es ist gerade kaum eine öffentliche Rennveranstaltung. Der große Preis von Österreich in Spielberg, der jetzt dann wo steht, ich habe das Datum gar nicht im Kopf. Ja, kein einziger Zuschauer. Dann bei der MotoGP in Spielberg kein einziger Zuschauer. Dann bei der Moto 2 und 3 sind keine Zuschauer zugelassen. Dann Tritra Trollerle, also da ist echt ein Mordstheater. Deswegen werden uns das auch noch ein bisschen beschäftigen. Das Sim Racing Gedöns. Wie gesagt, die Pixelhelden sind da dabei. Der Jan Seifert ist dabei. Schaut zusammen unten in der. Ich verlinke euch, ich baller euch das ganze Zeug einfach mal. Also die Pixelhelden, Jan Seifert und tralala tralala in die Videobeschreibung. Jan Seifert hat auch schon was mit Felix von der Laden gemacht. By the way, da geht ja momentan auch nichts vorwärts. Weil der ist ja selber rennt, der fährt ja selber in der. Was fährt er jetzt? GT4? Der fährt jetzt bei. Jetzt habe ich wieder vergessen. Ja, muss ich mich auch nochmal damit beschäftigen. Auf alle Fälle, der ist ja von Team GT weggegangen und tralala tralala, das werden die einen oder anderen sicher die haben mitgekriegt haben. Übrigens, ich hoffe, euch taugt da links und rechts der schwarze Rahmen. Finde ich auf jeden Fall kommode, als wenn da ständig irgendwas war, irgendwas von der offenen Internetseite im Hintergrund rumwabert oder so. Und auf jeden Fall dieses ganze Sim-Racing-Gedöns, wie jetzt schon erwähnt, werden uns noch ein bisschen beschäftigen. Was uns auch noch beschäftigen wird, ist BMW e-Motorsport und ja, kleiner Trigger, kleiner Teaser, irgendwann so in der nahen Zukunft wäre da mal was käme über Mantai Racing. Ja, relativ, was heißt relativ, es ist eine erfolgreiche Mannschaft. Also, könnt ihr euch auf die nächsten Folgen auf alle Fälle schon freuen, meine lieben Freunde. Da wird wieder was geboten sein. Wie gesagt, das mit Mantai war ein kleiner Teaser jetzt, weil das kommt, sage ich mal, was ist das jetzt, Folge 9? Also ich habe das irgendwo eingeplant bei, ich glaube, Folge 11, 12 oder so. Oder noch, oder als die 20. Folge. Mal schauen. Was laber ich? Ihr seht ja dann, wie es kommt. Ich weiß es selber noch nicht genau. Aber eingeplant war es auf jeden Fall vielleicht als irgendein Spezial. Mal schauen. Ja, mal schauen, was zusammengeht. Ja, in diesem Sinne, meine Freunde. Ich sag wie euch Special Merci fürs Zuschauen. Es hat mich natürlich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr ja nichts mehr verpassen wollt, dann lasst doch einfach kostenlos ein Abo da, drückt das Klickerl. Und im Normalfall, wenn die Abo-Box nicht rumspackt, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. In diesem Sinne, meine liebe Lüd verhüt. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, lasst es gerne, wenn es euch gefallen hat, ein Like da. Nur so sehe ich, ob es euch gefällt. Und es ist die einfachste, aber wirklich die einfachste Möglichkeit, mich zu supporten. Wenn ihr Bock habt, dann schreibt es einen Kommentar rein. Ich freue mich natürlich auch wie ein Wiener Schnitzel. In diesem Sinne, bleibt einfach weiter gesund, lasst euch die Freude am Motorsport nicht durch das depperte Corona verhunzen. Bis zum nächsten Mal, euer Simon.